Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier am Sonntag. Heute mit der Frage: Kannst du Frauen vertrauen? Kannst du Frauen nicht vertrauen? Wie findest du heraus, ob du der Frau vertrauen kannst oder ob du ihr nicht vertrauen kannst? Ganz wichtiges Thema, sprechen wir heute drüber. Also ein Thema, das hier auf dem Channel immer wieder Thema ist tatsächlich und das auch allgemein in der Gesamtdiskussion in der Gesellschaft immer wieder Thema ist, gerade dieses Feminismus-Ding, toxische Maskulinität und Männer haben das Gefühl, Frauen sind die Feinde und vice versa und ja, die Gesamtstimmung ist einfach komisch, die ist einfach seltsam, deswegen, also ihr fragt auch immer wieder auf dem Channel hier nach dem Thema und deswegen wollte ich heute mal darüber reden, nämlich woran du erkennen kannst, ob eine Frau vertrauenswürdig ist und woran vielleicht nicht, beziehungsweise was sogenannte Red Flags sind, also einfach rote Flaggen, die man beachten sollte, wo man vielleicht dann sich zurückziehen sollte aus der jeweiligen Beziehung. Und darüber wollen wir heute reden, weil natürlich, und das will ich kurz vorweg sagen, natürlich kann es gefährlich sein, sich auf falsche Leute einzulassen. Natürlich können Leute dir dein Leben kaputt machen, ne? Erstmal Männer sowie Frauen. Und es macht Sinn zu gucken, gerade mit Leuten, wo du sagst, hey, mit der komme ich da vielleicht zusammen oder wir machen eine Familie oder was auch immer, irgendwelche krassen Commitments. Oder wenn du mit einem Freund zusammen ein Business aufmachen willst, das sind natürlich Momente, wo du gucken musst, wer ist diese Person, wie ist sie aufgestellt, kann ich ihr vertrauen? Das ist ganz klar und ganz, ganz verständlich. Dazu will ich jetzt aber sagen, dass ich kann dir nicht sagen, das ist hundertprozentig das Zeichen, das ist hundertprozentig das Zeichen. Wir arbeiten natürlich hier mit der Blackbox Mensch im Sinne von, wir können da nicht reingucken, du kannst die andere Person nicht reingucken, vielleicht kann sie es nicht mal selber, das hat mit Frau und Mann nicht so viel zu tun. Viele Personen wissen nicht genau, was sie wollen, wissen nicht genau, wo sie stehen. Und das ist immer so ein Zufallsfaktor, den ich einfach nicht beeinflussen kann. Das ist hoffentlich soweit klar. Es ist auch so, dass du einfach über die Zeit, in der du Zeit mit einer Person verbringst, einfach selbst ein Gefühl dafür kriegen musst, kann ich dieser Person vertrauen, kann ich ihr nicht vertrauen. Und das ist wirklich ein ganz elementarer Teil in meiner Meinung, nämlich, dass du ein Gefühl dafür kriegen musst, dass du wirklich über die Zeit gucken musst, wie sind die Handlungen und was sagen mir diese Handlungen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber natürlich gibt es einige Sachen, auf die man achten sollte. Und die erste Sache ist, wie behandelt dich die Frau? Das ist die allererste und wichtigste Sache. Wie behandelt dich die Frau? Das heißt, beleidigt sie dich? Macht sie dich vielleicht in der Gegenwart von anderen Leuten runter? Das ist zum Beispiel ein großes Warnzeichen. Es kann natürlich mal sein, das kennt jeder von uns, dass man ausrastet und vielleicht mal die andere Person beleidigt. Und wenn das wirklich ein Ausnahmefall bleibt, dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn das wiederholt passiert, wenn die Frau immer, wenn es irgendwie auch mal vielleicht eine Diskussion gibt, anfängt dich zu beleidigen, dich anzugreifen oder vielleicht vor anderen Leuten schlecht zu machen, dann ist das eine riesige rote Flagge, die dir einfach zeigt, okay, ups, da solltest du aufpassen, denn diese Frau scheint irgendwie Probleme zu haben mit ihrer Kommunikation. Ja, vielleicht frisst sie die ganze Zeit alles in sich rein, was sie stört und spricht es nicht an und dann greift sie dich an, weil das auf einmal rauskommt wie ein riesiges Monster. Das sind so Sachen, also wir reden hier natürlich über Verhaltensweisen. Das ist so eine Verhaltensweise, die einfach problematisch ist. Ne? Da kannst du halt zu richtigen Problemen führen, wenn du dann mit der irgendwie zusammenziehst, vielleicht Kinder kriegst und dann machst du halt Dinge, die ihr nicht gefallen und sie sagt das nicht, dann baut sich in ihr Wut an und irgendwann verlässt sie dich von einem Tag auf den anderen und verklagt dich auf Unterhalt oder was auch immer sie sich da in dem Moment einfallen lässt. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Die Frau an deiner Seite, also all das gilt natürlich für sowohl Beziehungen als auch für rein sexuelle Sachen. Bei Beziehungen ist es einfach viel, viel wichtiger als bei rein sexuellen Sachen. Also je mehr Commitments du mit der Frau hast, Wohnung, Kinder, Haus, was auch immer, desto wichtiger sind diese Sachen. Und je weniger Commitments du hast, desto unwichtiger ist das, weil wenn deine Frau sich einfach scheiße verhält, dann gehst du halt einfach oder schmeißt sie halt raus. Das kannst du ja jederzeit machen. So, also nochmal kurz zurück zum Thema. Also diese Verhaltensweise, dass sie nicht ordentlich kommunizieren kann, ist eine ganz gefährliche Verhaltensweise. Und hier muss man auch wieder unterscheiden. Will sie vielleicht lernen, ordentlich zu kommunizieren und sieht, dass das ein Problem ist? Oder denkt sie, du bist schuld und du bist der Arsch und sie hat gar kein Problem? Und da kommen wir gleich zum zweiten Punkt, nämlich wie gut ist sie in der Lage, selbst zu reflektieren? Ne? Also sucht sie die Probleme bei anderen? Ist sie in der sogenannten Opferhaltung? Oder kann sie auch sehen, dass sie ein Teil des Problems ist? Denn immer wenn es ein Problem gibt, dann haben natürlich zwei Seiten damit zu tun. Ne? Und deswegen kann sie sehen, dass sie ein Teil des Problems ist oder sucht sie die Schuld immer bei anderen? Und das ist wirklich, die Schuld bei anderen suchen ist ein ganz, ganz schwieriges Muster und wenn man da wirklich lange Zeit in seinem Leben über drin war, dann kommt man da unglaublich schwer wieder raus und dann wird sie immer die Schuld bei dir suchen, du wirst immer der Schuldige sein und das Problem an der Sache ist nicht unbedingt, dass sie dich verantwortlich macht, sondern dass sie sich selbst nicht verantwortlich macht und wenn sie sich selbst nicht verantwortlich macht, kannst du das Problem mit ihr nicht lösen, weil du löst vielleicht deinen Teil des Problems, aber sie löst ihren nicht, weil sie denkt, sie hat gar keinen. Und ja, dann sind wir wieder in so einer Chaos-Situation. Dann wird sie vielleicht sauer auf dich und verklagt dich auf Unterhalt.
oder was auch immer. Also das sind diese Sachen, vor denen die Männer dann immer Angst haben. Oh mein Gott, sie verklagt mich im Unterhalt, nimmt mir mein Kind weg. Ich muss ihr dann, keine Ahnung, sie klaut mir mein ganzes Geld oder sie betrügt mich mit einem anderen Typen. Das sind all diese Sachen, die dadurch dann entstehen können und die fußen eben auf diesen Sachen, von denen wir jetzt hier reden. Schlechte Kommunikation, kein Verantwortungsbewusstsein beziehungsweise die Sicht, dass man immer selbst das Opfer sind. Und das sind zwei der größten Red Flags, auf die du achten kannst, ne? Also keine Verantwortung übernehmen und auch das mit dem Beleidigen, das habe ich auch schon erwähnt. Das sind ein paar der größten Red Flags, auf die du achten solltest. Das kannst du übrigens auch beobachten in ihrem Umgang mit anderen Leuten, nicht nur in ihrem Umgang mit dir, denn es kann ja sein, dass, weil ihr gerade frisch verliebt seid oder sowas, sie mit dir gerade noch anders umgeht. Aber pass auf und beobachte ihren Umgang mit anderen Menschen. Wie ist sie so mit anderen Menschen? Wie spricht sie von anderen Menschen? Ist alles, was sie macht, sich über andere Menschen zu beschweren, sich über andere Menschen lustig zu machen, ja, dann kann es halt sein, dass das früher oder später auch dich trifft, auch wenn du vielleicht gerade noch in der Schutzphase des Ich bin frisch verliebt bist. Bis zu einem gewissen Grad ist es halt normal, dass Frauen sich auch über Dinge aufreden und sagen, ach, die ist doch doof, dies und das. Es ist bis zu einem gewissen Punkt normal. Das machen sehr, sehr viele Frauen. Aber es sollte nicht regelmäßig passieren. Es sollte nicht das Einzige sein, woraus ihre Kommunikation besteht. Also du kannst unglaublich viel und unglaublich viele Red Flags einfach dadurch herausfinden, dass du viel mit ihr kommunizierst oder dass du halt sie mit anderen Menschen kommunizieren siehst. Ne? Weil Frauen erzählen dir viel, die erzählen dir viel aus ihrem Leben. Heute auf der Arbeit, mein Chef hat das und das gesagt und dann habe ich mich so und so gefühlt und das war so doof. Und dann kannst du schon erkennen, okay, wie geht sie denn mit Problemen um? Wie ist sie denn jetzt mit diesem Problem mit dem Chef umgegangen? Und was könnte das vielleicht für mich bedeuten? Also das sind die wichtigsten Sachen, nach denen du schauen solltest. Eine weitere potenzielle Red Flag ist, wenn sie große sexuelle Probleme hat. Das heißt, wenn sie irgendwie eine Vergewaltigungsvergangenheit hat oder irgendwas in der Art und Weise. Und ich sage eine potenzielle Red Flag, weil ist ein schwieriges Thema. Also die Frage ist halt immer, inwieweit möchtest du verantwortlich für ihren Heilungsprozess sein oder vielleicht möchtest du es auch nicht. Denn wenn jetzt zum Beispiel eine Frau eine Vergewaltigungsvergangenheit hat, dann kann es halt sein, dass sie in einer ordentlichen Beziehung mit beispielsweise dir gesünder wird, also dass ihr das hilft, ne? Und dann bist du aber auf gewisse Weise auch für ihren Heilungsprozess verantwortlich und das ist schwierig, weil du willst auf der einen Seite natürlich nicht ihr Therapeut sein, aber natürlich auf der anderen Seite jetzt auch ihr nichts Schlechtes tun. Deswegen, wenn die so eine Vergangenheit haben, ist schwierig. Also da musst du halt gucken, wie das Gesamtbild funktioniert, ne? Also angenommen, sie hat irgendwie eine Vergewaltigungsvergangenheit, aber sie ist sehr reflektiert, sie kommuniziert gut. Okay, dann kann man daraus vielleicht was machen. Aber gerade wenn zum Beispiel dieses schlechte Vergangenheit mit diesen anderen Faktoren zusammen auftritt, dann ist halt wirklich Red Flag des Todes. Also dann solltest du einfach deine Beine in die Hand nehmen und Ausreiß nehmen, sagt man so. Du weißt, wie ich es meine. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Natürlich, das muss ich jetzt nicht erwähnen, wenn sie jetzt irgendwie sexuelle Probleme hat, dann führt das dann auch zu sexuellen Problemen in eurer Beziehung. Und das kann halt die Beziehung destabilisieren, dass ihr weniger intim seid, dass ihr weniger, also intim sein, Sex haben oder kuscheln, das trägt dazu bei, dass man weniger in Streit gerät. Und das ist ein wichtiger, ja, wie würde ich es nennen, ein wichtiger Mediator, der dafür sorgt, dass es nicht so viel Stress gibt. Ne? Und wenn das nicht funktioniert, kann das natürlich ein Problem sein. Wie gesagt, ich halte das hier für, also eine sexuelle problematische Vergangenheit ist ein Problem und ist ein Red Flag, aber in Kombination mit diesen beiden anderen Kategorien, über die wir vorher gesprochen haben, wenn die in Ordnung sind, dann kann es funktionieren. Aber wenn die zusammen vorkommen, dann ist es halt sehr problematisch. Und ich habe gestern, das ist ganz witzig, wenn du mal ein Beispiel dafür sehen willst. Im Fernsehen habe ich so eine Sendung gesehen über Hartz-IV-Empfänger, also Armes Deutschland bei RTL 2, glaube ich. Und da hat man ganz wunderbar gesehen, was diese Red Flags in der Realität wie aussehen können. Denn du hattest da halt eine Frau und ihren Mann, die hatten ein paar Kinder und so und die waren die ganze Zeit arbeitslos und du hast ganz wunderbar gesehen, dieses Opferhaltungsmentalitätsding, dieses Verantwortung nach außen abschieben. Oh mein Gott, das Amt hat wieder den und den Scheiß gemacht und dann haben sie unsere Kinder weggenommen und was soll das denn? Ich kann das gar nicht verstehen. So als hätten die keinen Beitrag dazu geleistet. Die überlegen sich halt nicht, okay, was ist mein Beitrag zu dieser Sache, sondern die anderen blöden Leute sind schuld. Und deswegen sind sie handlungsunfähig. Deswegen landen sie dann in der Hartz-IV-Welt und kommen da vielleicht nicht mehr raus, weil sie einfach nicht wenn du nicht Verantwortung übernimmst für deine eigenen Probleme, dann kannst du sie halt nicht ändern. Und das siehst du wunderbar in diesen Sendungen. Also, du kannst gerne mal so eine Sendung schauen und du wirst sicherlich viele, viele Red Flags sehen bei Frauen. Ne? Dann kannst du dir natürlich auch noch sowas angucken wie, also wie gesagt, wir reden jetzt hier wirklich von Beziehungen und ob du hier zusammen sein willst, sowas angucken wie,
Das ist mehr so eine Seitensache, aber sowas wie, okay, wie ist ihre Karriere so? Ne, also ist sie in der Lage, irgendwie auch einen Job auszuüben oder plant sie von deinen Finanzen abhängig zu sein? Ne, das ist natürlich dann wieder eine andere Sache. Das ist dann wieder das, wovor vielleicht die Männer Angst haben, so, nein, sie beutet mich nur aus. Ja, dann schau dir halt an, wie ist es denn von ihrer Karriere her? Geht sie arbeiten? Ist sie immer arbeiten gegangen? Kümmert sie sich darum? Oder sucht sie die ganze Zeit nur nach irgendwelchen Moneyboys, die ihr gratis Sachen ausgeben? Das sind natürlich Sachen, die du beobachten kannst, die du im direkten Gespräch mit ihr rausfinden kannst. Und das sind auch Sachen, die du beim ersten Kennenlernen schon rausfinden kannst. Das ist ja relativ einfach gemacht. Ne? Einfach mal über, was machst du, was mache ich, kommunizieren. Und dann hast du ja quasi die Antwort darauf. Das ist auch eine Sache, auf die du auf jeden Fall achten kannst. Was du auch tun kannst, um rauszufinden, okay, wie wäre es denn mit dieser Person, ist, wenn du sie fragst, okay, erzähl mal ein bisschen von dir und deinen Ex-Freunden oder von dir und den Männern, mit denen du so zusammen warst. Und dann mal ganz genau hinhören. Also hinhören darauf, wie redet sie über diese Männer, positiv, negativ, was waren vielleicht die Probleme, beziehungsweise wo allokiert sie die Probleme? Also sagt sie, okay, er hat das und das gemacht, deswegen haben wir uns getrennt. Oder sagt sie vielleicht, okay, wir hatten da das Problem und so, ich habe vielleicht das falsch gemacht, er hat vielleicht das falsch gemacht und deswegen lief es nicht. Also hier kannst du schon ganz wunderbar erkennen, wie wäre sie wohl in der Beziehung mit dir, ne? Würde sie in der Beziehung mit dir auch die Verantwortung einfach die ganze Zeit zu dir schieben? Oder wäre sie vielleicht so, dass sie sagt, hey, hier habe ich einen Teil der Schuld und er hat einen Teil der Schuld? Also du kannst aus diesen Vergangenheitserzählungen wunderbar herausfinden, wie sie denn im Umgang mit dir wäre. Das ist halt auch wieder, wie ist sie mit anderen Menschen beobachten? Nur, dass du es nicht beobachtest, sondern dass du es erfragst im Gespräch. Und das sind so Sachen, mit denen du relativ schnell und relativ zuverlässig herausfinden kannst, ist diese Frau vertrauenswürdig oder ist sie es nicht? Und dann natürlich, was ich am Anfang schon gesagt habe, beobachte ihr Verhalten in der Komplettheit über einen längeren Zeitraum. Deswegen sage ich auch immer, komm jetzt nicht mit einer Frau nach ein, zwei Wochen zusammen, beziehungsweise du kannst schon mit ihr nach ein, zwei Wochen zusammenkommen, wenn es jetzt unbedingt sein muss, ich würde es nicht tun, aber das ist nicht der Tod, aber zieh bitte nicht mit ihr nach ein, zwei Wochen zusammen oder krieg nicht ein Kind mit ihr nach, keine Ahnung, 4, 5 Monaten. Ne, ich halte es einfach nicht für klug, weil du hast einfach zu wenig Verhalten beobachtet von dieser Frau in zu wenig Kontexten, um wirklich zu wissen, ist es sinnvoll, mit dieser Frau so ein fettes Commitment einzugehen? Gerade Kinder. So, wenn du Kinder kriegst, dann hast du die für den Rest deines Lebens. Das ist das größte Commitment, was du eingehen kannst. Eine Wohnung, die du zusammen mit der Frau beziehst, die kannst du wieder raus. Okay, das ist ätzend, aber das ist nicht schlimm. Aber so Commitments, pass einfach auf. Schau, dass du ihr Verhalten über einen längeren Zeitraum beobachten kannst, um zu gucken, wer ist diese Person? Das ist so, so wichtig. Beobachte sie in verschiedenen Bereichen, Job, mit ihren Freunden, mit der Familie, mit ihrer Gesundheit und was auch immer dich da persönlich interessiert, was dir da wichtig ist. Beobachte das und dann krieg einen Gesamteindruck davon. Also wirklich. Triff die Frau halt über ein paar Monate und dann komm halt mit ihr zusammen. Date die Frau über eins, zwei oder sagen wir mal über ein Jahr, dann kannst du auch mit ihr zusammenziehen vielleicht. Ne? Sei mit ihr über mehrere Jahre zusammen, dann kannst du ja darüber nachdenken, mit ihr eine Familie zu gründen, weil dann hast du ja schon relativ viel davon gesehen. Und so solltest du vorgehen. Und wenn du so vorgehst, dann kann da wirklich auch nicht so viel passieren, wenn du so ein bisschen auch auf dich selbst hörst. Ne? Also du musst nicht diese Riesenangst davor haben, dass alle Frauen dich abziehen wollen oder dass alle Frauen dir weglaufen, um irgendwie heißere Typen zu daten oder so. Klar kann das alles passieren. Das kann auch dir passieren, ne? Und deswegen ist die Kommunikation so wichtig. Das ist der Grundpfeiler für alles. Wenn eine Frau nicht ordentlich kommunizieren kann, wenn du nicht ordentlich kommunizieren kannst, dann wird es problematisch, sondern wird es irgendwann einfach Probleme geben. Dann bauen sich Probleme auf, die nicht gelöst werden und die führen dann zum Beispiel dazu, dass Frauen oder Männer irgendwie mit anderen Partnern was haben, weil irgendwas wurde nicht besprochen, irgendwas passt nicht, irgendwas liegt im Argen, man kümmert sich nicht drum und irgendwann ist man so unzufrieden, dass man zu einer anderen Person geht. Wenn du von vornherein gut kommunizierst und dir eine Frau aussuchst, die auch kommunizieren kann, dann kann das nicht passieren. Beziehungsweise, es kann schon passieren, aber es ist einfach unwahrscheinlicher. Das heißt, du musst dir nicht mit so einer irrationalen Angst rangehen im Sinne von, oh Gott, alle Frauen sind, oh, die sind alle, kannst du nicht vertrauen. Das ist Quatsch, sondern du musst einfach mit einer sehr, ich nenne es jetzt mal, erwachsenen Perspektive rangehen, mit einer sehr reifen Perspektive, könnte man vielleicht besser sagen. Nämlich, wie reif ist dieser Mensch, der da vor dir ist? Und das kannst du eben über die Zeit herausfinden. Achte auf die Red Flags, guck gern mal Armes Deutschland und Red Flags in Action zu sehen, da siehst du das ziemlich gut. Offensichtlich habe ich jetzt nicht so Sachen wie Alkoholmissbrauch oder Drogenabhängigkeit erwähnt. Ich glaube, dass das Red Flags sind, muss ich dir jetzt nicht sagen. Das ist, glaube ich, relativ klar. Denn wenn du jetzt eine drogenabhängige Frau hast oder eine alkoholabhängige Frau, dann kannst du davon ausgehen, dass sie auch ein bisschen du abhängig wirst, also von dir abhängig wird und dass das keine gute Beziehung ist. Ja, da müssen wir, glaube ich, kein Video drüber machen. Das erstmal zu dem Thema. Ich hoffe, ihr, die Fragen gestellt habt, also ich habe das viel in den Kommentaren gelesen, ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen. Ne? Schreibt mir gerne mal drunter, ob das so war oder ob ihr vielleicht noch Fragen habt oder wozu ihr vielleicht noch Fragen habt.
Und dann freue ich mich, euch übermorgen wieder dabei zu haben. Hier links kannst du den Channel abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast, unbedingt machen. Unter mir kannst du dich für das Online-Coaching eintragen. Wenn du noch mehr Tipps für deine Erfolg mit Frauen haben willst, die du hier nicht bekommst auf dem Channel, kannst du dich hier gratis eintragen fürs Online-Coaching. Und hier geht es zu weiteren Tipps, die du hier auf dem Channel bekommst, zu deinem Erfolg mit Frauen. Unbedingt da vorbeischauen, wenn du bis hierhin geschaut hast. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.